Willkommen auf den Ries. Na, es gibt einen Sport. Hoffmann von vorne und Ries versucht zu kontern. Erik Hoffmann, Philipp Ries, Erik Hoffmann, Philipp Ries. Ah, der Junge, Philipp Ries, 22 Jahre jung, schlägt den Routinier. Jetzt Zieleinlauf für alle Fahrer. Game over, game over, ihr habt's geschafft. Und der Sport um die Plätze. Rang Nummer 3. Wer holt ihn? Das sieht nach Rheinhessen aus. Wer wird Dritter? Jetzt im Ziel. Benjamin Stark vom Team BQ Cycling. Im Ziel Marcel Weber im blauen Trikot des LBS Cups. Führenden. Er verteidigt seine Führungsposition. Raphael Bertschinger. Distanziert, um seine Sprintgefahr auszuschalten. Jetzt im Ziel Rang Nummer 7 für Raphael Bertschinger und hier die weiteren Verfolger. Mit Max Schlosser, Frank Scherzinger, Daniel Glaubitz, Dominik Hetzer und dann fehlt noch der Alex Eschbach, der Bahn-6-Tage-Fahrer. Schnitt von fast 40. Sport um die weiteren Plätze. Ja, Ralf Bantel macht den 13. vor Stefan Huggenberger aus Lauingen. Andreas Schreier-Langhorst, Jens Strohbach, Stuttgart-Feingen. Jetzt im Ziel Thomas Lieder, Team Greichbaum, Greichgau, Sascha Schneider, Christian Freund. Da kommen sie jetzt alle rein, die Fahrer im Hauptfeld. Zur Siegerehrung halten sich natürlich, bitte bereit, Benjamin Stark vom BQ Cycling Team, Erik Hoffmann, Philipp Ries und der alte und neue Spitzenreiter Marcel Weber.